Ja, hi Leute. Willkommen zur nächsten Folge. Und auf die Folge haben wahrscheinlich schon einige gewartet. Heute haben wir dieses Monster vor uns. Das ist ein Dorcus Titanus ex Sulawesi. Das ist der Vater meiner Larven. Ich habe diese Tiere im Mai 2016 lebendig bekommen und dazu auch ein Unboxing gemacht. Schaut mal rein, auch wie die Zucht läuft, da mache ich auch demnächst nochmal ein Update, denke ich mal. Und ja, zu diesem Tier habe ich die Information mittlerweile, dass es Dorcus Titanus Titanus ist, mit der Form, die nennt sich Typhon. Also Dorcus Titanus Titanus Forma Typhon. Es gibt den Namen Typhon auch eigentlich als Unterart, die auf Sulawesi vorkommt. Aber allgemein anerkannt ist eigentlich, dass es Dorcus Titanus Titanus ist. Und dann kann man halt noch dazu sagen, ja, Serognathus Titanus Titanus. Weil dieser Gattung wurde laut Herrn Dr. Schenk von Dorcus getrennt. Das ist keine Untergattung mehr, sondern eigentlich eine eigenständige Gattung. Unterscheidet sich schon von den normalen Dorcus auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob das... ich glaube, ich führe sie trotzdem lieber als Untergattung, sagen wir mal so. Sonst stiftet das bloß Verwirrung. Ja, und da haben wir wirklich knappe 94 mm. Also echt ein guter Brocken, kann über 100 mm groß werden. Aber das ist für ein Nachzuchttier schon extrem gut. Ja, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wie die Zucht geht und mehr Informationen zu diesen Exemplaren speziell, dann schaut mal ins Unboxing und in meine Zucht-Playlist. Da findet ihr alles Mögliche dazu. Und ja, wir werden ihn jetzt hier präparieren. Das Weibchen ist leider komplett auseinandergefallen. Das hat ja gut Eier gelegt und in den Stämmen gebohrt und hat sich demnach entsprechend abgenutzt und ja, ist nicht mehr präparierbar, weil es eben schon so auseinanderfiel. Am Fühler. Ach so. Okay. Scheint, als wäre hier in diesen Fühlergliedern wären auch kleine Haarbüschel. Sieht man jetzt auf der Kamera nicht, aber die sind, das ist kein Staub, die sitzen auch auf beiden Seiten an denselben Stellen. Auch so oranges Haar wie auf der Zunge. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Wahrscheinlich nicht, weil es zu fein ist. Sehe ich gerade zum ersten Mal. eine etwas dickere Nadel. Ich weiß nämlich nicht, wie hart der Panzer ist. Naja, wir versuchen es erstmal mit einer dünnen. Von der Länge her sind sie ja gleich. Ach nö, das geht ganz gut. Das Schöne an Dorcus ist, dass sie verhältnismäßig kurze Beine haben und deswegen recht schnell mit dem Präparieren ist, weil man, ja, je länger die Beine sind, desto schwieriger ist es, eine Symmetrie hinzubekommen. Ich muss jetzt erstmal gerade hier den Körper nochmal feststecken, damit ich den Kopf etwas heben kann.
belassen wir es jetzt mal dabei. Wir lassen ihn jetzt trocknen und dann sehen wir uns beim Abnadeln wieder. Okay, der Brocken hier hatte jetzt seine paar Tage Zeit zum Trocknen und sollte dann bereit zum Abnadeln sein. Das mache ich jetzt mal schnell und dann war das der letzte Hirschkäfer für diese Staffel. Nächstes Jahr gibt es mit Sicherheit auch wieder eine neue Staffel, wenn ich in Frankfurt war und wieder neue Tiere zum Präparieren habe. Beziehungsweise auch das, was bei mir in der Zucht dann an toten Tieren anfällt, werden dann auch alle präpariert. Ja, da haben wir doch einen richtig fetten Dorcus Titanus Titanus aus Sulawesi für unsere Sammlung. Echt ein enormes Exemplar. Und ja, dann war es das mit den Hirschkäfern für diese Staffel. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt in die Kommentare, abonniert. Es kommen noch 2, 3 weitere Folgen zur Präparationsserie, dann geht es eher wieder in Richtung Zucht und das, was draußen unterwegs ist. Der Frühling ist endlich da. Und ich hoffe, wir sehen uns dann noch bei den nächsten Folgen und auch bei den anderen Rubriken auf meinem Kanal. Bis dann, ciao.